Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim, wo wir uns gerade so ein bisschen mit den Quests der Bardenakademie beschäftigen und Prinz Olafs Verse neu gedichtet haben gerade. Ich hoffe wirklich, dass dem Hof der Vers gefällt. Ich finde, wir haben ihn hervorragend wiederhergestellt. Ja, dann ja, einfach mal gucken, ne? Ich wollte gerade sagen, scheiße Drache über der Stadt, aber nö. War kein Drache, nicht? So, ich schlender mal gemütlich hinterher. Wisst ihr, was ich an Skyrim hasse? Wenn wir laufen, dann sind wir um einiges schneller als die NPCs und müssen ständig auf sie warten. Und wenn wir gehen, dann sind wir um einiges langsamer als die NPCs und die rennen uns davon. Das heißt, wenn wir auf einer Höhe bleiben, wollen wir schon immer so... Das ist total scheiße. Ja, hätten sie das nicht wenigstens das Tempo einheitlich machen können, dass man neben so einem NPC hergehen kann bei so einer Escort-Mission oder sowas? Sibylle Stentor hat ein Verständnis für magische Theorie, das ich von einem Menschen niemals erwartet hätte. Nicht einmal von einer Bretonin. Zweifellos finden die meisten in Himmelsrand die Drachen furchteinflößend. Ich finde sie wundersam. So. Ich hoffe wirklich, dass dem Hof der Vers gefällt. Ich finde, wir haben ihn hervorragend wiederhergestellt. Sind wir bereit? Nicht sehr, aber in diesem... Wenn ihr etwas in 1000 Jahren weißt du, Himmelsrand Dutzende verschiedener Herrscher gehabt haben. Ich klicke gefühlte 4 Milliarden Mal auf Sind wir bereit? Und wenn er dann überhaupt reagiert, dann wählt er, war eure Akademie sehr vom Krieg betroffen? Das ist doch scheiße. Manche Sachen sind scheiße. Sind wir bereit? Ich glaube, meine Stimme ist bereit. Ich hoffe, wir haben es gut gemacht. Auf geht's. Hi! Bolgier. Bitte wendet euch mit allen Fragen an den Vogt, Falk Feuerbart. Sie ist nicht da. Ach, dahin kommt sie. Habt ihr am Hofe etwas Geschäftliches zu erledigen? Ah, hier. Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr Fragen habt. Der blaue Palast ist ein offenes Vorhof. Wolfsschädelhöhle ist eine Quest hier für diese Region auch. Da machen wir die doch mit als nächstes Mal, wa? Wenn wir eh gerade hier sind, dann bietet sich das ein bisschen an. Aber jetzt gucken wir erstmal, wie sich diese Bardenakademie-Sache hier weiterentwickelt. Ah, Guillermo. Ihr seid gewiss gekommen, um dafür zu plädieren, dass das Fest der Verbrennung von König Olaf wieder stattfinden sollte. So ist es, Jarl. Ich möchte König Olafs Vers aus der Liederedda präsentieren. Er wurde erst heute im Grabmal des Barden gefunden. Ah, ihr hattet etwas erwähnt, das uns davon überzeugen würde, das Fest stattfinden zu lassen. Aber mit König Olafs verlorenem Vers hatte ich nicht gerechnet. Bitte fahrt fort. O Olaf, unser Unterdrücker, einäugiger Verräter, todbringender Dämon und Drachentöterkönig, eure Legende ist Lüge, reißerisch und falsch. Euer schlauer Sieg über Numinex ein Jahrhundertschwindel. Kein Stimmenduell zwischen Drache und Mann. Im Kampf gab es weder Flamme noch Stich. Olaf war Numinex in Menschengestalt. Doch in mondlosen Nächten durch die Lüfte er strich. Olaf griff nach der Macht mit Versprechen und Drohungen. Klingt völlig anders als der restliche Stil. Von Falkenring nach Winterfeste fielen sie auf die Knie. Doch Einsamkeit widerstand, Himmelsrands treueste Wächter. Olafs Rache kam schnell, listig und gemein. Olafs Geheiß an Winterfests Mannen, tarnt euch und greifet Flugs Einsamkeit an. Seine Männer gehorchten, der Kampf er begann,
Doch verdreht wurde die Order. Winterfest, sie griffen an. So endet die Mär vom Lügner und Lumpen, den Einsamkeit verbrennt. Das ist nicht das, was wir ausgewählt haben. In Einsamkeit lernt man die Badenkunst und übergibt König Olaf der Feuersbrunst. Ihr habt euren Standpunkt klar gemacht, Viarmo. Bei dem Fest geht es in Wahrheit darum, Einsamkeit hochleben zu lassen und falsche Könige zu verdammen. Ich danke euch und die Akademie dankt euch, Jarl. Zudem glaube ich, dass ein so prächtiges Gedicht Unterstützung verdient hat. Die Akademie wird dafür einen großzügigen Lohn erhalten. Nochmals danke. Ich werde mich darum kümmern, dass unser potenzielles neues Mitglied, das uns geholfen hat, das Gedicht zu finden, angemessen belohnt wird. Unglaublich! Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Ich kann euch gar nicht genug danken. Heißt das, ich bin jetzt ein Barde? Bald, bald. Diese Dinge müssen ordnungsgemäß vonstatten gehen. Ihr werdet auf dem Fest eingeführt. Ihr müsst mit Jorn sprechen. Er hatte sich um die Vorbereitungen für das Bildnis von König Olaf gekümmert. Sagt ihm, er solle seine Vorbereitungen abschließen. Das Fest findet doch statt. Jo, okay, mache ich. Hier mal Jorn suchen. Ein so hervorragendes Gedicht. Melaran, fauler Milchtrinker. Seid ihr mit der Durchsicht der Importe aus Schwarzmarsch fertig? Ja, damit bin ich fertig. Elfenwaffen für ihre Armeen, Sir. Elfenmaterial, aber von schlechter Qualität. Wie das meiste, das wir von ihnen bekommen. Schon schaurig, sich all diese Truppen mit Elfenwaffen ausgerüstet vorzustellen. Da kann man froh sein, dass sie eine halbe Welt weit weg sind, nicht wahr? Selbst eine gute Waffe ist nur so gut wie der, der sie führt. Aber sie sollten einen guten Preis von der kaiserlichen Armee einbringen. Recht habt ihr, Elf. Oder auch von den Rebellen, wenn sie genug Geld haben, um mir ein gutes Angebot zu machen. Wie immer, Herr, ist eure Loyalität ein leuchtendes Beispiel für uns alle. Ich gehe da mal weiter. Ich habe nichts gehört. Guckt mich nicht so an. So. Ich bin überlegen, ob wir uns als nächstes das Wort der Macht holen oder ob wir die Wolfsschädelhöhle erstmal erledigen. Ich glaube, wir machen erstmal die Höhle. Das ist genau der gleiche Fehler wie eben. Einfach damit wir hier nicht nur noch von einem Wort zum nächsten huschen, ne? Zack. Es sind tatsächlich gar nicht mehr so viele Quests. Ja, wenn wir mal gucken hier. Ja, Parthurnax, der Gefallene und die Entschlüsselung des Übernatürlichen. Das zähle ich mal so ein bisschen in Richtung Hauptquest. Ja, ich weiß, Parthurnax ist optional und die Entschlüsselung des Übernatürlichen hat mit der Hauptquest inzwischen nichts mehr zu tun. Aber das ist so eine Quest, bis ich es wirklich mal dann drauf anlege, machen wir die so nebenher. Und Falmerblut und Orkblut, das kriegen wir schon fast automatisch hin. Dunkelelfen und Waldelfen könnte schon ein bisschen schwieriger werden, aber das vielleicht haben wir ja Gelegenheit. Zum Beispiel, wenn wir hier mal wieder die ewige Treue der dunklen Bruderschaft abziehen. Das ist ja eine Quest, die sich sowieso immer erneuert, die kriegen wir eh nicht weg. Der Diebstahl ist eine Standardquest der Diebesgilde. Wir sollen nach Rabenfels. Ich war schon überlegen, ob Rabenfels eventuell in Solstheim liegt, weil ich kann es mir auf der Karte im Moment nicht anzeigen lassen. So, ein neuer Rekrut ist Aufnahmeprüfung für die kaiserliche Armee. Das ist Teil des Bürgerkrieges, kaiserliche Armee gegen Sturmmäntel. Und das ist eine Questreihe, die wollten wir nach Abschluss der Hauptquest machen. Pläne stehlen, das sind die Gefährten, das kommt demnächst. Kein Zacken aus der Krone brechen sind die Steine von Marentia, das mache ich auch um einiges später. Und Drachenblut und Dämmerwächt, brauchen wir auch nicht drüber reden. Es ist also eigentlich nur noch die Wolfsschädelhöhle, die verbotene Legende, die Flammenhüten, was wir jetzt gerade eben in diesem Augenblick machen, ne? Und hier halt unter Verschiedenes die Worte der Macht, wenn ich die machen will. Mehr haben wir an Quests im Moment gar nicht so wirklich laufen. Was wir jetzt auch,
durchziehen könnten. Ah, der Nachwuchsband. Hat Viangmo euch gesandt? Ja, warte mal kurz. Lebt wohl, Fremdling. Wisst ihr, ich habe nicht den Eindruck, als wäre ich an der Akademie sonderlich beliebt. Das könnte damit zu tun haben, dass du mitten im Satz umdrehst und einfach weggehst. Der Nachwuchsbarde. Hat Viangmo euch gesandt? Das Fest ist gerettet. Großartig. Offenbar werdet ihr bald zu uns gehören. Wir versammeln uns draußen vor der Akademie für die Verbrennung von König Olaf. Okay. Ich frage mich, wieso das zwischendurch immer anfängt zu ruckeln, aber interessanterweise immer in so Innenräumen, ne? Nicht da, wo sowas eigentlich passieren sollte. Es ist schön, mal nicht putzen zu müssen. Bin da. Ich glaube, Sanguine würde diese Feier gefallen. Das ist König Olaf? Mensch, hat sich einer richtig Mühe gegeben, wa? Hallo, Una. Es ist schön, mal nicht putzen zu müssen. Erdi? Verbrennt den König. Das ist der beste Würzwein, den ich je hatte. Willkommen, ihr Leute von Einsamkeit. Wir von der Bardenakademie freuen uns, hier die Verbrennung von König Olaf zu feiern. Das Fest wäre ohne den Einsatz und die harte Arbeit unseres potenziellen neuen Mitglieds nicht möglich gewesen. Mit dem Danke. Anzünden des Bildnisses. Ja, ist gut. Einer muss immer aus dem Rahmen fallen, ne? Ein vollwertiges Mitglied der Bardenakademie. Bitte heißt unseren jüngsten Barden willkommen. Das ist total enthusiastisch hier. Ich glaube, sie mögen euch. Meinst du? Ich stelle mir nur gerade die Frage, muss eigentlich jeder Schüler, der in die Bardenakademie eintreten will, erstmal in einen monstergefüllten Dungeon hinein, sich mit unzähligen Draugr und Draugr-Todesfürsten auseinandersetzen, um ein Gedicht zu finden, das seit Jahrhunderten als verschollen gilt, dieses Gedicht dann fälschen, um ein Fest zu retten, was das offizielle Oberhaupt der Stadt eigentlich abgesetzt hatte, nur damit dann bei diesem Fest, wenn die Puppe angezündet wird, ich dann endlich zum Baden erklärt würde, was, keine Ahnung, einmal im Jahr vorkommt? Ja, das würde nämlich erklären, warum eure Schülerzahl zurückgeht. Und ich bin jetzt ein Bade, ja? Ja, Glückwunsch. Ihr seid jetzt ein vollwertiges Mitglied der Bardenakademie. Wegen eures abenteuerlustigen Wesens haben mehrere Professoren der Akademie ein paar Aufgaben für euch. Noch dazu hat Elise verfügt, dass die Verbrennung von König Olaf jetzt wöchentlich stattfinden soll. Ach so. Und schließlich ist da auch die finanzielle Unterstützung, die ich euch auf Elisivs Wunsch hin zahlen soll. 1500 Goldstücke! Danke. Ihr und ich, wir sind hier die Einzigen, die nicht vollkommen verblödet sind. Endlich sagt's mal jemand, Dankeschön. Lieder euch beflügeln. So, gut, dann suchen wir mal die Bardenprofessoren, wa? Wenn sie noch ein paar Quests für uns haben, dann können wir vielleicht mal wieder ein bisschen was in Angriff nehmen. Aber die sind jetzt natürlich alle auf dem Fest und keiner ist hier, ne? Klar. Willkommen in Einsamkeit. Die Heimat der Künstler. Ihr seid neu hier, nicht wahr? Diese Vollidiotin. Ich sollte ihr den Hals umdrehen. Wessen Hals meint ihr? Larina, meine Schülerin, dieser Dummkopf, hat mir meine Flöte gestohlen und sie an einen Totenbeschwörer verkauft. Ich habe gerade den Erpresserbrief erhalten. Diese Flöte ist schon seit 17 Generationen in Familienbesitz. Jetzt steht doch nicht einfach hier rum. Holt mir meine Flöte zurück. Warum sollte ein Totenbeschwörer hinter eurer Flöte her sein? Larina hat ihm wohl erzählt, dass man mit der Flöte die Toten tanzen lassen kann. Es ist nur eine Flöte. Eine sehr alte und wertvolle Flöte, aber trotzdem nur eine Flöte. Ja. Jetzt könnt ihr erzählen, dass ihr die talentierteste Bardin von ganz Himmelsrand kennt. Ja, der Totenbeschwörer scheint mir ja ein ziemlicher Vollidiot zu sein.
Mit dieser Flöte kann man die Toten tanzen lassen. Oh, will ich haben, will ich haben, will ich haben. Es war mir immer eine Ehre, im Blauen Palast aufzutreten. Der verblichene Fürst war einer meiner größten Verehrer. Man braucht zwei Dinge, um ein guter Lehrer zu sein. Ja, ja. Das erste ist Geduld. Das zweite ist ein fester Rohrstock, um seinen Schülern eins auf die Finger zu geben. Sie haben es gefunden. Sie haben es tatsächlich gefunden. Was haben Sie gefunden? Rions Trommel. Niemand wusste, wo er starb. Folglich wusste auch niemand, wo seine Trommel sein könnte. Haldir war das fehlende Glied. Rion muss sich insgeheim Zutritt zu Haldirs Grab verschafft haben und ist dort vermutlich gestorben. Jetzt muss ich nur noch jemanden finden, der die Trommel für mich holt. Moment. Ihr könntet das doch tun. Wer ist Rion und warum wollte seine Trommel haben? Ihr scherzt, oder? Rion? Der berühmteste Kampftrommler der zweiten Ära? Nun, zumindest in Badenkreisen berühmt. Diese Trommel kam in einem halben Dutzend berühmter Schlachten zum Einsatz. Sie ist ein Artefakt von unschätzbarem Wert. Rion war ständig auf der Suche nach neuen Geschichten. Wie es scheint, schrieb er vor seinem Verschwinden eine Ballade über Haldir. Das war der fehlende Hinweis. Okay. Ich sollte mich wohl wieder meinen Papieren zuwenden. Mach, was du willst. Ich gucke, ob ich hier noch ein paar Leutchen finde. Unten da oben vielleicht noch. Dann gucken wir nämlich einmal durch, ob hier irgendwer irgendwelche Quests für uns hat. Die Mahlzeiten für die Barden werden zu den üblichen Zeiten serviert. Sucht euch eine Taverne, ja, alles gut. Wenn ihr Sonderwünsche habt. Nee, hab ich nicht. Ich wollte nur gucken, wer du bist. Yildi. Lady Atea sagt, nur ihre eigene Stimme sei besser als meine. Aber sie tut mir Unrecht. Da geht's nach draußen. Das ist ein relativ großes Gebäude hier, ne? Hat aber gleichzeitig auch bei weitem nicht so eine Questreihe wie die anderen Gilden. Zumindest soweit ich das beurteilen kann. Okay, also zwei Quests. Die natürlich beide unter Verschiedenes abgespeichert sind. Die Flöte ist am Arsch der Welt. Ja, klar. Natürlich. Und die Trommel ist in Haldirs Grab. Da komme ich hin. Da können wir gleich mal vorbeischauen. Das bedeutet noch mehr Drauga, weil wir davon ja in den letzten Folgen noch nicht genug hatten. So, aber was ich auf jeden Fall auch mal machen muss, ist der nächste Einsatz der dunklen Bruderschaft. Weil wenn wir wirklich Glück haben, müssen wir einen Elfen töten. Und dann haben wir schon wieder ein zusätzliches Dingens für unsere Sammelqueste da. So, hier waren wir auf jeden Fall schon drin. Wir haben es aber nicht abgeschlossen, laut unserer Karte. Deswegen ich mir überlege, war ich hier überhaupt schon drin? Angeblich ist die Trommel hier.
Was ist das hier? Wieso haben die Kerle, die hier tot rumliegen, alle Namen? Agrios Tagebuch. Na gut, vielleicht wirft das ja ein bisschen Licht ins Dunkel. Hätte nie gedacht, dass ich den Tag erleben würde, an dem man uns aus der Bande der vorgehaltenen Messer verstoßen würde. Zumindest müsste der Sturm unsere Spuren verwischen. Vidgrot, Rain und ich haben für die Nacht Zuflucht in einer Höhle gesucht. Hier scheint es eine alte Ruine zu geben. Wenigstens sind hier keine Draugr. Vidgrot und Rain wollen sich beide für eine Weile hier niederlassen und vielleicht ein paar Leute überfallen. Das sollten sie doch besser wissen. Die Straße ist verlassen, besonders zu dieser Jahreszeit. Oben im Norden gibt es viele bessere Orte. Aber sie scheinen wild entschlossen, hier zu bleiben. Wollten mir nicht mal helfen, als ich heute auf die Jagd ging. Irgendetwas stimmt hier nicht. Rain hat kein Wort gesprochen, seit sie heute Morgen aufgewacht ist und starrt immer nur leer vor sich hin. Vidgrot ist auch nicht viel besser dran. Sind sie krank? Von so einer Krankheit habe ich noch nie gehört. Ich würde ja von ihnen weggehen, aber ich kann mich einfach nicht aufraffen. Mir ist, als würde mich etwas zurückhalten. Was ist das nur für ein Ort? Wir sind nicht allein. Ich kann ihn jetzt hören. Jemand, der in meinem Kopf spricht. Alt. Mächtig. Haldir, so heißt er. Er will etwas von uns. Braucht uns, damit die Magie funktioniert. Ich habe versucht, wegzulaufen. Kann aber nicht. Genau wie sie. Rain ist zuerst gesprungen auf das Grab. Das ist es, was der Meister will. Blut, Opfer, die Macht wieder zu leben. Seine Magie. Ich spüre, wie sie in meinem Blut pulsiert. Er schwächt uns. Bald werden wir ihm dienen. Unsere Körper, unsere Seelen. Genau wie die anderen. Sie warten. Nun bin ich an der Reihe. Nun gut, Haldir. Ich komme und hole dich. Wasser. Ich spüre die Gegend. Jemand unter den Toten? Nein. Hier ist niemand. Na, das lief doch ganz gut. Und hat mir gleich wieder ein paar Eisenpfeile eingebracht. Blöd ist nur, wenn die alle immer erst zu spät erscheinen. Dann klappt das mit dem Schleichen nämlich nicht so gut. Ist da jemand? Du mal bitte stehen bleiben, ey. So, war's das schon? Amulett von Dibella plus auf Redekunst. Ja, warum nicht? Im Zweifelsfall können wir das immer entzaubern.
Es ist nicht sonderlich herausfordernd, die abzuschießen. Aber ich beschwere mich auch nicht. Ich finde das gut, wenn wir mal... wenn wir es mal ein bisschen einfacher haben hier. Ich denke, hier gibt es keine Drauger. Wollt ihr mich verarschen? Das hat er doch selber geschrieben, da. Von dieser Seite aus öffnen. Ich verziehe mich mal, bevor der ganz aktiv wird da. Aber ich zähle gerade eher als entdeckt. Und es muss auch da hinten irgendwo weitergehen. Der ging an eine sehr empfindliche Stelle. Das kann ich verstehen. Da ist ein Hebel. Wunderbar. Dann geht's ja doch weiter. Wer hat er mich da gerade entdeckt? Ist da jemand? Ich spüre die Gegenwart von jemandem. Das war schon alles. Ja. Ihr habt gewonnen. Ich ergebe. Du warst gerade dabei, dich zu heilen, um dich auf den nächsten Angriff vorzubereiten. Das hat mit Ergeben nichts zu tun, du Arschloch. Vogel. Schlange, Fisch. Der Vogel. Und hier die Schlange. So. Was macht die Tür hier? Sich aufschließen lassen auf jeden Fall. Eine Truhe gleich hinterher, warum nicht? Warum nicht? Ah, Zwergenpfeile. Tschüss gut. Ich finde es ausreichend. Wenn du der Meinung bist, ich müsste mich mehr anstrengen, dann streng dich bitte selber auch mehr an und kipp nicht beim ersten Schlag hier schon aus den Latschen. Das ist dann nämlich ein bisschen peinlich. Und ich weiß jetzt nicht, da oben oder hier an der Falle vorbei. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier tatsächlich nur die Truhe ist und das scheint ja sogar zu stimmen. Stahlkriegshammer, nö. Den brauchen wir auch nicht unbedingt. Oh, wo ist Haldir? Der müsste doch auch bald kommen jetzt, oder?
Ja, ich glaube, wir sind jetzt weit oberhalb. Der ursprünglichen Gruft hier. So, wie viele Haldiers gibt es denn hier? Ein für jedes Element oder was ist hier los? Also super beeindruckend war der jetzt gerade nicht. Den Bogen mitnehmen, den könnte ich vielleicht verzaubern. 45 Schaden, aber Bogen habe ich eigentlich auch schon ziemlich gute. So, da ist der echte Halt hier. Und meint, da müsste mich mit Feuerbällen bombardieren. Ja, okay. Wenn er meint, kann er es ja versuchen, ne? Haldirs Stab besänftigt weniger mächtige Gegner 60 Sekunden lang und fängt bei deren Tod ihre Seele ein. Ja. Bin hier nicht so geflasht von, ehrlich gesagt. Weil das kann der Streitkolben von Molag Bal auch. Ebenerzbogen der Vernichtung. Schaden 55, beschworene Daedra bis zur Stufe 36, werden zurück ins Reich des Vergessens verbannt. Oh, das ist... Bis Stufe 36 ist natürlich auch gewaltig, aber reicht wahrscheinlich nicht aus. Trotzdem, den nehme ich mit. Den nehme ich mit. Ich kenne die Stufen der einzelnen Daedra nicht. Aber ich will die Trommel mit euch jetzt noch abgeben. Deswegen überziehen wir auch wieder. Kann ich das schon? Das kann ich schon. Schade eigentlich. Wenn die nicht wieder mitten in der Quest eine Pause haben. Dann machen wir das noch schnell jetzt hier. Und dann können wir nächste Woche dann frisch mit einer neuen Quest anfangen. Mir das wahrscheinlich also auch wieder abkürzen können. Ach, aber so ging es ja jetzt auch. Das ist ja jetzt nicht so schlimm gewesen tatsächlich. Und wir sind schon wieder ganz kurz vorm nächsten Level ab. Das gesehen. Und ich denke, das nächste Mal besorgen wir diese blöde Flöte. Ja, und dann mal gucken, wie es weitergeht, ne? Ob wir noch ein Wort der Macht machen oder noch irgendeine Nebenquest. Und ob wir dann erstmal die Hauptquest wieder in Angriff nehmen. Obwohl, ich hätte schon ganz gerne diese Gefährtengeschichte bald mal abgeschlossen. Ohne das Feuerfest wäre Einsamkeit nicht die gleiche Stadt. Wir schulden euch unseren Dank. Wegen dieser Werwolf-Geschichte. Die möchte ich dann so allmählich mal hinter uns bringen. Denn solange wir ein Werwolf sind, können wir die Dawnguard-Questreihe vergessen. Hi. In meinem Amt als Dekan für Geschichte betreue ich einen weit gefächerten Themenbereich. Ich unterrichte Poesie, das Schreiben, Geschichte
und die feineren Aspekte des Lebens. Und ich habe Rions Trommel. Endlich! 20 Jahre habe ich nach dieser Trommel gesucht. In der Schatzkammer der Akademie sieht es derzeit etwas mager aus. Aber ich kann euch ein paar Kniffen zeigen, die ich während meiner Zeit in der Armee gelernt habe. Okay, das war... Oh Gott. Das war sogar richtig cool und nützlich und dennoch... Danke. Ich sollte mich wohl wieder meinen Papieren zuwenden. Ja. Ja, ich weiß, Leute. Ich weiß, wir sind am Überziehen, aber... Jo. Ich muss jetzt nochmal zur Akademie von Winterfeste. Das Level-Up will ich mit euch nämlich noch machen. Und wenn wir das Level-Up machen, dann können wir uns auch gleich wieder die nächsten Zaubertalente kaufen. Natürlich wieder in der Zerstörungsmagie, genau wie beim letzten Mal auch, damit wir die mal so ein bisschen nach oben kriegen, dass das eventuell irgendwann in absehbarer Zeit mal eine wirklich rentable Alternative für uns wird, was das Kämpfen angeht. So wie der Bogen zum Beispiel, ja? Da hätte ich auch nie gedacht, dass der mal so effektiv wird. Und es ist einfach richtig geil. Bogen ist auch ein gutes Stichwort. Der wird ja tatsächlich gleich noch um einiges stärker, denn mit dem Level-Up haben wir natürlich dann jetzt auch den Skill-Point. Für den Blattschuss. So. So, wo war jetzt die komische Frau mit der Zerstörungsmagie? Tolf dir als Hochmagier. Damit hatte ich jedenfalls nicht gerechnet. Ich kann euch weiter ausbilden, aber für das, was ihr mit diesem Wissen tut, übernehme ich keine Verantwortung. Ja, ist schon in Ordnung. So, Zerstörungsmagie auf 58. Und vor allem haben wir endlich auch mal wieder eine Verwendung für dieses unzählige Gold, was wir im Laufe unserer Abenteuer halt auch angehäuft haben, ne? Schöne Sache. Bis zum nächsten Mal. Gut. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Danke. Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht. Ach, halt die Klappe. Es gibt nur wenige Orte, an denen man meiner Art von Arbeit ohne Furcht vor Verfolgung nachgehen kann. So, Leute, das war The Elder Scrolls 5 für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.